Glitzer, Glitzer, Glitzer! Und damit hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Show von Minecraft Überlebenssimulator, gebaut von Honeyball LP und von Zombie. Zwei relativ bekannten Let's Playern sollte man eigentlich kennen, wenn man sich ein bisschen in der Let's Play Szene auskennt. So, gehen wir hier mal hier weiter, ne? Kann ja nicht schaden. Plumpstoilette. Na los! Geh rein! Jetzt geht doch! Hallo! Das Wasser! Muss doch noch sauber werden! Ja! Nein! Hey! Nein! Ach, vielleicht folgt das mir auch! Wo ist denn das? Ja! Kommt her! Kommt! Kommt her! So! Rein mit dir ins Wasser! Ich hab gesagt, rein mit dir! Nein, 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 nein. Geh da rein, geh da rein. Nein, geh da rein, geh da rein. Alter, ich bin nicht stark genug, um ein Schaf zurückzudrücken. Huhn. Jetzt bist du in der Toilette gefangen. Deine Schuld. Ich wollte dich im Klo gefangen nehmen, aber dann bist du jetzt eben halt in der Toilette gefangen. So, geradeaus oder rechts? Geh ich jetzt mal rechts hin? Wieso ist die Tür eigentlich hier schon offen? Die war ich doch noch gar nicht drin. Soweit ich weiß, zumindest. Nö. Okay. Wird vielleicht ein bisschen luftig hier drinnen. Und auch ein bisschen kalt vielleicht im Winter. Und warm im Sommer. Oh, hier ist ein Fernseher. Heute köppen wir einen komischen Game of Thrones. Dingsbums. Ausblick. Oder wir schauen im Fernsehen Günther LP. Glaub mir, in 20 Jahren ist es soweit und dann bin ich fernsehreif und dann komme ich ins Fernsehen. Mhm. Aber natürlich nur auf 9 Live. Na los, rufen Sie doch jetzt an. Das ist doch ganz einfach. Hier, 3 plus 3. Was könnte das sein? Sie haben verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Entweder als Antwort 3, 6 oder 9. Rufen Sie jetzt sofort an. Das kann doch nicht so schwer sein. Das kann ja meine Oma. Versuchen Sie einfach mal. Ja, Sie können ja auch raten. So. Hier kann man sich wieder hinsetzen. Ein bisschen bei den Dingern hin. Richtig, ich wollte ja noch ein bisschen Kameramodus machen. Habe ich schon im letzten Part gesagt. So, hier sind zwei Betten auch noch. Da haben wahrscheinlich Zombie und Honeyball immer drin geschlafen. Ich wollte es mal sagen. Oben sieht es auch noch ganz schön aus, aber so ruckelt es irgendwie. Keine Ahnung. Ich nehme zwar konstant mit 35 Frames auf, aber wenn ich da das so mache, dann ruckelt das immer so. Das kann auch sein, dass es an Minecraft liegt, dass das so ruckelt. Aber ich will da jetzt den Teufel nicht an die Wand malen. Hätte ich vielleicht mit 60 Frames aufnehmen sollen, wenn ich so etwas mache. So, ich glaube, das Dorf hier haben wir ziemlich abgehakt. Damit habe ich komplett abgehakt, ey, da gehe ich nie wieder rein. Was ja auch stimmt. Oh Leute, da oben ist ein Bett. Was ja natürlich auch stimmt. So, also mal schön schlafen gehen. Es ist ja schon Tag, ich bin ja schon fast runtergerannt. So. Wo geht's denn noch hin? Ich bin mal dafür, dass ich erstmal wieder zurück zu diesem Strand gehe. Weil von da aus bin ich ja gekommen. Davon muss ich durch dieses Gebäude durch. Und die Türen lasse ich natürlich offen. Die Türen lasse ich natürlich offen. Ich wollte es nochmal verdeutlichen. So, ich war kleines Schaf. Und, ach nee, hier ist dieser Tempel. Was ich hier noch finde. Oh, die. Na, no, die Brücke, die sieht geil aus. Die sieht echt geil aus. Die ist nice gemacht. Nice, nice, nice. So. Hier waren wir jetzt schon. Ist da hinten noch irgendwas? Hm. Legolas, was ist dein Elbenauge? Nichts. Okay, dann gehe ich mal hier in den heiligen Tempel, genau in die Mitte. Das habe ich alles schon gesehen. Da oben drauf, da ist noch, glaube ich, was Großes. Hm. Erstmal schnell hinrennen. Schnell!
Boop. Ja, da ist diese Welt so ein bisschen, ja, was soll ich sagen, random zusammengebaut. Da kommt da mal so eine Burg hin, da kommt da mal so ein Tempel hin. Okay, das wird auch passen, aber dann mal wieder so ein neumodisches Dorf, ein Leuchtturm. Dann mal so ein Schiff aus dem Mittelalter. Oh, das Ding sieht gut aus. Das Wasserrad. Das Ding kann man übrigens immer sagen. Yay! Hey, ich wollte das Ei da oben. Hey, ich wollte das Ei da oben. Wupp. Na nü. Och, Mano. Der Stollen ist zu. Aber mir drückt der Schuh, da reinzugehen. Mist. Eigentlich wollte ich ja auch nach da oben. Oh, was findet sich denn hier? Oh, oh, oh. Es kann sein, dass ich die Welt hier so ein bisschen, naja, komisch erkunde, weil ich eben halt von links nach rechts, von rechts nach links und so weiter und so fort komme. Das liegt ja einfach daran, weil ich die Welt eben halt kein Stück kenne. Und jetzt hier alles neu ist. Hier ist so eine kleine Farm. Ach, hier war ich schon drauf, hier war ich schon drauf. Genau, genau, genau. Und wo geht's denn hier hin? Sind wir sie hier runter? Okay. Ah, mein Katz. Ach, ich habe auch eins im Inventar gehabt. Egal. Woo, woo, woo. Auf runter zum Stollen. Meine Güte, eine Mine. Abwehrsystem aktualisiert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da runtergehen will, aber ich glaube nicht. Oh nein. Da werde ich nicht runtergehen. So. Ach genau, hier im Weg ging es ja noch geradeaus und links. Ich jetzt mal geradeaus. Boah, wahnsinnig viel in diesem Raum. Hier. Ja, okay, hier geht's runter. Okay, ach Gottchen. Ach Gottchen, ist das hier kompliziert. Die Minen von Moria sind das. Naja, fast. Teils erforscht. Achtung. Ich glaube, die meinen diese Stelle hier. Dann gehe ich mal ein bisschen hier lang. Okay. Und dass hier überall so viel mit Wolle gearbeitet wurde. Hm. Okay. Also hier geht's ja. Hier mal lang. Okay, ach nee, hier ist noch unerforscht. Das ist. Nee. Das ist doof. Und Kekse und Instant Heals Tränke. Tränke vor allen Dingen auch. Ja, und Tränke gibt's. Tränke gibt's übrigens auch an der Tanke. Wer es noch nicht gewusst hat, müsst ihr mal fragen. An der Tanke. An der Tanke des Vertrauens. Was ist das hier denn alles, ey? Das ist ja hier voll kompliziert. Das Triforce! Wo geht's hier hin? Ist das ja auch so ein Dungeon? Alter, nicht schlecht. Hey. Scheiß Wasser. Nice, aber dieses Schwert ist so verdammt gut. Ich glaube, das killt alles mit einem Schlag, ey. Bestimmt mit Level 50 verzaubert worden. Ach nee, hier ist noch nicht erkundet. Also, schon erkundet, aber eben nichts. Ja, keine Gänge gebaut. Und ich will hier nur ein Let's Show machen und hier nichts abbauen und so weiter. Nee. Komm ich denn wieder hoch? Kann ich mich verlaufen? Ich meine, ich verlaufe mich natürlich nie. Man würde sich dann mal das Let's Play von Minecraft von mir angucken. Da habe ich mich niemals verlaufen. So, da hoch. Da hoch. Ah, hier geht's. Ah. Oh. Hier waren wir aber auf jeden Fall schon mal. Nur hier sind wir davon nicht reingegangen. Oder waren wir hier schon mal? Ich kann mich gerade daran nicht erinnern. Okay. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ach Gott. Alles so komplett random einfach reingestellt, die ganzen Kisten. Auch wenn es irgendwie schön aussah. Ich bin ein Fernseher. Hm. Ich wollte. Ach, komm.
So, Kino. Heute Brains Teil 2. Und hier war ich doch auch schon. Oh Gott, die Gott, die Gott. War ich da oben schon? Ach, hier kann man den Projektor machen. Lol. So, jetzt kommt hier wieder. Tageslicht! Bahnhof im Villaweg. Welche Villa? What? Hä? Und ich glaube, wir haben jetzt hier so ziemlich alles erforscht. Wir sind so zum Bahnhof und zur Villa. Falls ich was übersehen habe, könnt ihr das ja immer noch selbst abgucken. Der Download der Map ist ja in der Beschreibung. Okay, das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, verwirrend hier. Ah, das ist eine Villa. Aber habe ich die jetzt schon erkundet? Wenn dann auch. Oh, wenn dann im ersten Part. Ja, ich glaube schon, dass ich die erkundet habe. Oder? Ja, ich glaube, ich habe die teilweise erkundet. So aus hier habe ich zum Beispiel nicht gezeigt. Oh, wunderschöner Ausblick. Oder hier einfach. Oh, phänomenaler Ausblick. So geht's denn hier raus. Ah. Moment, ich will mir die Bilder erstmal zu Ende angucken. Hier geht's noch raus. Oben war ich glaube ich noch nicht. Unten, soweit ich weiß schon. Das ist hier alles viel zu kompliziert. Nice. Den Geheimgang erforschen wir. Achso. Okay, dann erforschen wir den Geheimgang jetzt. Okay. Ja, ja. Ja, ist alles so ein bisschen okay aufgebaut. Im Sinne von. Ich bin leicht verwirrt. Hier geht's weit runter. Mhm. Ist eine Tür? Oh. Oh, lol. Ich glaube, hier geht es nicht mehr großartig weiter. Ich glaube, das kann ich mir auch abschmieren, da dann wieder lebend rauszukommen. So, gerade die Seite jetzt rausgehen, weil ich einfach so cool bin. Und weil ich auch so cool bin, ist dieser Part jetzt auch zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Show Minecraft. Haut rein.